Ich heiße Sie herzlich willkommen in der Gemeinde Glaris Süd. Glaris Süd ist am 1. Januar 2011 im Rahmen der Gemeindestrukturreform entstanden. Eingebettet in eine eindrückliche Bergkulisse umfasst die Gemeinde Glaris Süd das obere Lindtal und das Senftal. Mit 430 Quadratkilometern, was ca. 1% der Fläche der Schweiz entspricht, ist die Gemeinde flächenmässig die zweitgrösste in der Schweiz. Über den Klausenpass ist die Gemeinde im Sommer mit dem Nachbarkanton Uri touristisch verbunden. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt man ohne umzusteigen in 1,5 Stunden von Zürich bis Lindtal. Eine Sonnenterrasse der besonderen Art ist das autofreie Braunwald, das nur mit der Standseilbahn erreichbar ist. Braunwald und Elm sind auch unsere wichtigsten Tourismusdestinationen für den Sommer- und Wintertourismus. Dazwischen liegt der Freiberg Kerpf, das älteste Wildschutzgebiet Europas und mit 106 Quadratkilometern auch eines der größten der Schweiz. Die Glarner Hauptüberschiebung gehört gar zum UNESCO-Weltnaturerbe. Glarus Süd bietet Raum für genussvolle und erholsame Erlebnisse, Freizeitaktivitäten und Abenteuer. In Glarus Süd finden Sie Sport- und Freizeitbeschäftigungen für alle Altersgruppen und Vorlieben. Wollen Sie klettern, schießen, turnen oder Fußball spielen, per Kanu die Flüsse bezwingen, golfen oder Radwege erkunden? Dies und noch viel mehr können Sie individuell oder in einem der vielen Vereine ausüben. Schöne Bergseen laden zum Baden. Auch Mountainbiker, Gleitschirmflieger und Wanderer kommen in der wunderbaren Landschaft auf ihre Kosten. Im Winter locken weitere zahlreiche attraktive Angebote. In Glarus Süd haben wir 2 Winter- und Sommersportorte, Elm und Bruwald. Glarus Süd ist auch die schönste Gemeinde in der Schweiz. Wir haben ein attraktives Angebot von den Anfängern bis zu den Profis. Wir haben erstklassige Infrastruktur, super Sportbahnen, Ski- und Snowboardpisten und Schlittelbahnen. Namhafte, international tätige Firmen wie die Kunststoff Schwanden AG, Schetti AG und Daniel Jenny und Co. haben in Glarus Süd ihren Firmensitz. Auch die Olympia-Snowboards der Firma Kessler aus Braunwald sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Tradition, Innovation und Dynamik zeichnen die Unternehmen in Glarus Süd aus. Mit dem Fridolin verfügt Glarus Süd sogar über eine eigene Zeitung und mit der Brauerei Adler über eigenes Bier. Glarus Süd ist eine weltoffene und kulturell interessante Gemeinde. Eine gute Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sowie vielfältige gastronomische Angebote machen Glarus Süd für Feriengäste und Einheimische attraktiv. Wohnkomfort bieten die Wohnungen und Häuser in unterschiedlichen Preisklassen für alle Anspruchsgruppen. Mehrere Museen, wie zum Beispiel das Schiefertafelmuseum in Elm, die Dorfmuseen Pulverturm und Rüßläuferhus in Schwanden, sowie das Thomas-Legler-Haus in Diesbach oder der Landesplattenberg in Engi, laden Kulturinteressierte zu einem Rundgang ein. Seit Jahrzehnten beliebt und über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt, ist die Musikwoche Braunwald und das Programm mit hochkarätigen Akteuren des Kulturvereins Glarus Süd. Die Modern Music School in Mittlödi und der einzige Zirkus des Kantons, der Zirkus Muck in Bad Schwanden, bereichern das kulturelle Leben von Jung und Alt.
ein Netzwerk von Haus- und Zahnärzten oder das Ärztezentrum in Linntal, die zwei Spitex-Organisationen Glarus Süd und Sernftal sowie eine Drogerie in Schwanden sind um ihr gesundheitliches Wohl besorgt. Für die älteren Menschen in der Region stehen zurzeit 3 Alters- und Pflegeheime zur Verfügung, in denen sie liebevoll betreut werden. Mit Schulen vom Kindergarten bis und mit Oberstufe und einem Gymnasium in Glarus sowie zahlreichen Lehr- und Arbeitsplätzen und Dörfern, die sich ganz in der Nähe von herrlichen Naherholungsgebieten befinden und das mit erschwinglichen Bodenpreisen, ist Glarus Süd eine ideale Wohngemeinde für Familien. Besuchen Sie unsere Gemeinde und kennen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.